Gegner der Hinrunde zu Herzen. Nur ganze 15 Minuten waren gespielt. Pasieka passt nach außen zu Michael Hecht und der Ex-Augsburger leitet direkt weiter zu Nikica Maglica. Der 30-jährige Stürmer lässt seinen Spandauer Bewacher Marx respektlos ins Leere laufen und erzielt unhaltbar für Gästetorwart Eckstein das 1:0 für Dynamo Dresden. Ein sehr schönes Tor und sicherlich war das auch irgendwo ein bisschen ein Startschuss. Und ich hatte von Anfang an gesagt, gelingt es jetzt mal bei Zeit ein Tor zu machen, dann läuft auch unser Spiel besser. Bestens auch die Ballkontrolle von Igor Lasic und seine Übersicht. Abspielen an Maglica, unerkannt in den freien Raum weiterlaufen und den folgenden Pass von Michael Hecht direkt ins Tor weiterleiten zum 2:0 für Dresden. Spandau-Kapitän Niederhübner war hier nur Mitläufer. Die Gäste allerdings ohne 6 Stammspieler erheblich geschwächt, davon allein 3 Mandecker. 2:0 auch der Pausenstand. Familie Dörner schaut ungläubig auf die Uhr, denn der weihnachtliche Fußballansturm der Dresdner setzt sich in der 54. Minute ertragreich fort. Der Ex-Homburger Schmidt geht über links und beschenkt sich gleich selbst 3:0 für Dresden. In der Wiederholung wird das zu harmlose Abwehrverhalten von Spandau deutlich. Des einen Leid, des anderen Freud. Unser Problem war immer speziell hier zu Hause nach vorn zu spielen. Das ist uns heute mal gelungen. Gelungen dann auch dieser Traumpass von Kapitän und Libero Thomas Rossmann auf Lasic. Der bedankt sich und sagt dann anschließend allen nonverbal, schaut her, mit der Brust genommen und man kann das gelbe Trikot wieder lieben. Ein wenig Lichterglanz blieb dann auf der Strecke, denn nach diesem wiederholten Foul an Spandau-Libero Beude sah Verteidiger Pasieka die gelb-rote Karte. Trotzdem, Spieler und Anhänger konnten sich gegenseitig feiern und Maglica hatte derweil Zeit, über Fußball zu philosophieren. Im Fußball immer so, wenn geht, dann geht, wenn geht, geht nicht. Fortsetzung dieser komplizierten Fußballweisheit am 8. Dezember im Rudolf-Habich-Stadion. In Spandau 4:0. Die restlichen Begegnungen waren am Freitag und am Sonnabend ausgetragen worden. In der Tabelle führt der 1. FC Union Berlin nach wie vor Tennis Borussia, FC Erzgebirge Aue, Dresden und Cottbus Altmark Stendal auf Position 6.